ist Thomas Skipwith, derzeit Präsident im Rhetorikclub Mucellen in der Nähe von Zürich. Ich bin seit 1997 bei den Toastmasters. Was mache ich denn so lange da? Ganz einfach, wer rastet, der rostet. Das geht mir nicht anders wie vielen anderen, wie beispielsweise vielleicht auch dir. Die Organisation, kann ich mich gut erinnern, ist 1997 in Zürich gerade mal mit einem Club vertreten gewesen. Heute sind es mehr als 10. In der Schweiz mehr als 20, weltweit mehr als 20.000. Toastmasters gibt dir die Möglichkeit, regelmäßig zu üben. Ähnlich wie wenn du einem Tennisclub beitreten würdest, gibt es dort die Möglichkeit, Tennis zu spielen. Hier bei den Toastmasters geht es darum, seine Inhalte gut und überzeugend rüberzubringen und das üben zu können. Schau vorbei, die Clubs gibt es auf Deutsch, Englisch und Französisch. Mindestens in der Schweiz, es sei denn, du willst Chinesisch reden, aber dafür müsstest du nach China fahren. Herr Gäste sind herzlich willkommen, komm vorbei, schau vorbei und ich wünsche dir viel Erfolg für deine zukünftigen Präsentationen.